Olympiajahr nimmt für mich jedes Turnier, wo ich an die Stadt gehe, ist für mich ein großer Schritt Richtung Tokio 2020, mein Ziel. Ich werde das Turnier so wie die anderen Turniere auch kämpfen. Ich werde alles geben, um an mein Ziel einen Schritt näher zu kommen. Ich habe noch einen nationalen Konkurrenten in Deutschland. Deswegen wird die Entscheidung jetzt, wer zu den Spielen fährt, noch nicht am Wochenende oder nach dem Wochenende entschieden. Ich kämpfe noch weitere Turniere, wo ich mich beweisen muss. Und nach diesen Turnieren wird dann der Bundestrainer entscheiden, wen er mitnimmt. Momentan ist es noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sein Konkurrent hat ein paar Pünktchen mehr. Das liegt daran, dass Johannes jetzt mehrere Wettkämpfe ausgefallen ist. Das ist aber kein Vorsprung, der nicht einholbar wäre, sondern eigentlich liegen die gleich auf. Hier kann man jetzt schon mal einen Unterschied erkämpfen, aber es wird hier auch noch keine Entscheidung fallen. So einen nationalen Konkurrenten zu haben, ist immer gut. Man hat immer einen, wo man weiß, der trainiert auch für das gleiche Ziel. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ich der Bessere bin, aber das sehen wir dann nach den Turnieren und der Bundestrainer hat das letzte Wort da. Der Johannes kämpft hier in Düsseldorf immer gut, weil er hoch motiviert ist, weil Familie, Freunde da sind, die ihn unterstützen. Das gibt vielleicht noch mal 5% dazu. Und ich denke, dass er das hier nutzen will, um sich da einen gewissen Vorsprung zu erkämpfen. Die Vorfreude ist wie jedes Jahr riesig, hier in Deutschland und in Düsseldorf zu kämpfen. Ich bin hier im JC 71 Düsseldorf. Ich denke, dass ich hier viele Fans habe, auch Freunde und Familie kann kommen. Und das gibt mir nochmal einen besonderen Anschub und das freut mich sehr, hier in Düsseldorf zu kämpfen.